Hallo, ich bin Mariana. Mit dem Casio Keyboard können wir wunderschöne Musik zusammen machen. Casio Keyboard über einen Stimmregler verfügt, stimmen Sie das A nach diesem Ton. Den Klang des Keyboards ein wenig zu verändern. Ist soweit alles klar? Es kann sein, dass die Klangauswahl bei Ihrem Keyboard etwas anders funktioniert, aber die Grundlagen sollten dieselben sein. Okay, jetzt geht es weiter mit der Wahl der Rhythmen. Der Rhythmus wird mit dem Start-Stopp-Schalter eingeschaltet. Zu den Grundlagen, denn das ist im Grunde genommen schon alles, was Sie zum Casio Keyboard wissen müssen. Ganz einfach, nicht wahr? Gut, wenn Sie sich mit den Grundlagen auskennen, beginnen wir, Musik zu machen. Das war doch ganz einfach, oder? Üben Sie die Melodie jetzt bitte ein paar Mal, bis Sie keine Probleme mehr haben, sie mit den richtigen Fingern zu spielen. Mit etwas Geduld schaffen Sie das ganz leicht. Wenn Sie das gut können, spielen Sie die Melodie zum Rhythmus. Und vergessen Sie nicht, die Melodie beginnt mit dem dritten Takt. Es hört sich doch schon sehr gut an, ganz fabelhaft.